Guten Tag, Frau Wank. Erst einmal ein frohes neues Jahr. Ich habe mal eine Frage. Ist Herr Dr. Zepp schon anwesend? Dann rufen Sie ihn doch bitte aus. Dann hätte ich noch eine Frage. Wo ist dieser nette Praktikant, den ich über Weihnachten hier hatte, der auch Silvester hier aufgeräumt hat und umdekoriert? Wieso hat er sich krank gemeldet? Naja, okay. Dann rufen Sie doch bitte Herr Dr. Zepp aus. Danke. Herr Dr. Zepp, bitte zum Professor ins Labor. Oh, was ist denn hier los? Ich hab über... Also jetzt deine Sachen hier weg. Ich hab über Weihnachten einen Praktikanten gehabt. Der war sogar Heiligabend und Silvester hier. Oh, man kann sich hier drin mal bewegen. Ist 3 Euro, 3 Euro Tageslohn hat er bekommen. Warum verdient er besser als ich, wenn er nur ein Praktikant ist? Naja, ich hab's mir erlebt, musste es mit der Schule abmachen. Weil ich wegen Weihnachten, Heiligabend und Silvester arbeiten muss. Nicht zu glauben. Irgendwann mal kriegst du da Zoll dran und dann gibt das richtig Stress. Ach, Sie meinen den. Ja, für den habe ich ja erst was gemacht. Ja, wir. Wollen jetzt erstmal unterhalten über Artikel 13. Warum es jetzt ganz Zeit nicht weiterging, das liegt daran, den angefangenen Film konnten wir nicht weitermachen, dank Artikel 13. Wenn das durchkommt, dann kann man wahrscheinlich nichts mehr irgendwie hochladen, was irgendwie Erzeugnisse anderer Sachen drin hat. Außer man weiß einwandfrei nach, dass man die Rechte dafür hat und naja. Das ist sehr schwierig. Das ist sehr schwierig, zumal das Ganze von irgendwelchen Algorithmen gefiltert werden soll und wie gut die funktionieren, das weiß man ja eigentlich nur zu null, weil es wird alles Mögliche. Ich weiß nicht, ob das einer mitbekommen hat, dass Twitter zum Beispiel auch mehr oder weniger inzwischen dicht ist. Unter anderem sind ein paar meiner Surferblogs, die existieren einfach nicht mehr, weil Wellen wohl irgendwie auch neuerdings einen Verstoß gegen. Weiß ich nicht, gegen die Userbedingungen von Twitter sind und das. Wahrscheinlich sind das schon die Aussagen von Artikel 13. Nee, das ist. Twitter versucht irgendwie darauf zu reagieren, dass man verbotenen Content hochgeladen hat, indem sie jetzt einfach mal alles blocken, was irgendwie verboten sein könnte und ja. Deswegen habe ich mein Mikroskop aufgebaut, um zu schauen, ob man doch etwas Intelligenz bei Artikel 13 finden kann. Das wird schwierig. Sehen Sie Intelligenz da drin? Nein. Und, Hallo? Krankenbesuch! You are not mature enough to tell it like it is. Even that burden you leave to us children. You say you love your children above all else, and yet you're stealing their future in front of their very eyes. Nein. Ich kann sterben, wie ich möchte. Ich sehe, das ist die Idee von Menschen, die nicht mal die fundamentalsten Ahnung davon haben, wie die Dynamiken des Internets und die Dynamiken des Webs 2.0 sind. Menschen, die wahrscheinlich mit der Funktionsfähigkeit eines Faxgeräts überfordert sind. Ich sehe hier einen alten Tatterkreis, aber naja, das sehe ich auch nicht. Ja. Ein Tatterkreis aus Bayern. Es Vernunft gibt. Was steht nicht im Parlament oder auf. Aber deswegen das hier ist das länger als 70 Jahre her und damit ist sämtlicher Patentschutz und Urheberrecht und weiß der Geier was alles erloschen. Die Firma selbst, gibt falls es noch nicht erloschen sein sollte, glaube ich nicht, dass die Firma was dagegen hat, weil die eher froh sind, dass solche Technologie noch erhalten bleibt. Diese Firma gibt es nicht mehr. Natürlich gibt es die noch. Die Firma gibt es nicht mehr. Ne, die gibt es nicht mehr. Stimmt, hast recht, ja. Die gibt es nicht mehr und wurde übernommen von einer anderen Firma, aber auch die hat dafür keine Patentrechte mehr. Es gibt dafür AEG keine Rechte. Die Teile gibt es teilweise noch, also die Teileproduzenten AEG zum Beispiel noch. Die stellen aber auch keinen gezielten Gleichrichter her mehr, glaube ich. Nein. Diese Technologie hat sich mittlerweile auch mehr oder weniger überholt. Wir haben festgestellt beim Durchmessen, dass dieser kleine Schalter kaputt ist. Deswegen bauen wir ihn jetzt erstmal aus. Und gucken mal, ob es da dran liegt oder ob wir auf dem Weg zum Schalter schon irgendwie
keinen Strom mehr haben, weil egal wie wir die Kontakte abnehmen, da ist kein Saft drauf. Das kann nur noch von Schalter kommen. Eigentlich schon. Allerdings ist die Verkabelung in diesem Gerät dermaßen knapp gehalten, dass es sowieso schwierig ist, überhaupt irgendwas da drin zu machen. Ich habe noch nie eine so knappe Verkabelung gesehen, aber es ist nicht alle Tage Abend. Wahrscheinlich gibt es das noch kürzer. Mit Sicherheit. Jetzt sehen wir das erst einmal. Ja, das Teil ist sehr schwer. Wenn es auf dem Fuß fällt, ist er das kaputt. Hier ist massives Eisen, das ist massives Eisen, das ist massives Eisen. Das hier ist nur an Schwingungsdämpfern aufgehängt. Man muss sehr genau gucken, was man abnimmt und was nicht. Das ist hier eine riesen Fummelarbeit. Er hat schon mal auseinandergebaut und er hat Stunden gebaut, um es zusammenzukriegen. Wie gesagt, das ist so kurz. Davon klar geht es nicht, da hast du einen Dämpfer. Hier ist ein Magnet. Das ist ein Lupsel zum Festschrauben. So, das ist irgendwie magnetisch. Was ist denn jetzt der das ganze Teil ist magnetisch. Da ist er. Ach, da. Oh Gott. Ja, man muss hier sehr rumfummeln. Wie gesagt, es ist auch das Schellackpapier kaputt. Hier ist neues. Man nimmt einfach Pappe, bestreicht sie mit Schellack. Gib mir mal den Spitzen. Aua. Was? Länger abmachen, dass man weiß, wo die Farben sind. Ja, schon klar. Hab ich vor. Die Drähte muss man so lang abkneifen, damit man die Farben wieder findet. Ich halte es fest, du kneifst ab. Ich krieg's nämlich nicht. Ich bin da zu ungeschickt für. Du musst wieder hierher kommen. Du hast es sonst nicht finden. Ich sehe ja gar nicht, was ich tue. Du siehst auch nicht, was du tust. Denn sie sehen nicht, was sie tun. Das habe ich einen roten. Nicht den roten Draht, dann explodiert alles. Okay. Jetzt nehme ich den grünen. Ist alles durch. So, warte mal. Es ist alles durch. Ich probiere mal, ob ich das jetzt am Weichrichter vorbei muggelieren kann. Ja, jetzt haben wir es durch. Quasi eine Kraftumlenkung. Und man sieht, wir haben quasi eine Bewegung in Z-Richtung, die mit Hilfe dieses, ja, soll ich das sagen, dieser primitiven Kraftmaschine auf X-Richtung umgelenkt wird. Wahrscheinlich ist das einfach aus Bedienungsfreundlichkeitsgründen, weil man dann den Schalter so einbauen konnte. Und sonst hätte man hier quasi nochmal ein Loch reinmachen müssen, dass man reingreifen kann. Oder man hätte wahrscheinlich einen anderen Schalter machen müssen, der aus welchen Gründen auch immer nicht so funktionieren kann. Nicht so funktioniert hätte. Der Kolbenschalter, Kugelkopf, Gehäuse, Halterung, Kippschalter, Achse, Kolben. Ein, aus, ein, aus, ein, aus. Und was es ist, es ist ein altes EKG-Gerät. Mal wieder. Ein Teil für meine Sammlung. Von Hellige, diese Firma gibt es nicht mehr. Ja, wie gesagt, der Schalter scheint die Rams bekommen zu haben. Und deshalb kann man sich nicht erklären, deswegen wollen wir das jetzt mal an eine andere Stromquelle anschließen und gucken, ob da Saft durchgeht. Ich habe das schon durchgetestet. Kann durchaus möglich sein, dass sich die Kabelverbindung innerhalb des Schalters gelöst hat durch das permanente Klack, 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 Klack. Du hast ihn doch gehauen. Jo. Gut. Ich habe es schon durchgetestet, aber weil es so eng war, bin ich immer gegen zwei Kontakte gekommen und der hat sie so zusammen gemacht. Und in anderer Hinsicht war das nervig, musste sich dummeln. Ja. Dafür ist ja aufgeräumt worden, dass man mich immer dagegen rettet. Ja, wir haben guten Praktikanten gehabt. Was soll das jetzt wieder heißen? Da war ordentlich. Der hat sogar ihr Labor aufgeräumt. Ach, deswegen findet man da drin nichts mehr. Ich habe schon gedacht, ich wurde ausgeraubt. Ich habe gesagt, es soll alles abstauben und zurückstellen. Aha. Fehlt denn etwas? Ja, unter anderem meine gesamten Süßigkeitsvorräte. Da hast du gegessen. Die musste man nicht abstauben. Die hat das Abstauben ein bisschen wörtlich genommen, würde ich mal sagen. Ich habe ihnen doch einen Gutschein gegeben zum Essen. Toll.
für 1,60 Euro. Nein, eine Reichsmark 60 und das Ding ist in den 30er Jahren abgelaufen. 1,60 Euro hat er bei mir am Tag zum Essen bekommen. Und ich kann wieder sehen, wo ich bleibe. Ja. Ich glaube, ich werde mir einen anderen Doktorvater suchen. Glaube ich besser nicht. Behandelt. Glaube ich nicht. Ihre Ergebnisse sind bisher alle sehr gut gewesen an der Uni. Darum geht's nicht. Ich muss ja von irgendwas leben können. Ach, ich habe schon mit der Professorin umgesprochen. Die wollten alle noch weniger Geld bezahlen. Das geht überhaupt nicht. Da müsste ich ja den Geld bezahlen. Wie gesagt, das ist wieder ein Röhrengerät. Wie alles, was ich habe. Klar, das passt ja. Röhren sind nicht besonders hell, im Inneren hohl. Und man sieht auch, wie fantastisch solche alten Röhrengeräte eigentlich sind. Jede Menge alte Technik drin in der heutigen Zeit, in der Form gar nicht mehr hergestellt werden. Alte Elkos. Irgendwo war doch auch ein Relais verbaut. Hier ist ein Relais drin. Genau hier. Für dieses kleine Teil. Was später nur die Schreibnadel bewegt. Das hier finde ich sehr schön. Das ist ein eine fliehkraftgeregelte Achse. Je schneller das Ding dreht, umso weiter wird dieses Gewicht sozusagen ausgelegt, was wiederum den Drehwiderstand steigert. So kriegen wir eine sehr konstante Rotationsgeschwindigkeit und damit eine sehr konstante Bandführung. Das ist genau hierfür. Im Jahre des Herrn 1788 nutzte ich, James Watt, den aus dem Mühlenbau bekannten Fliehkraftregler für den allgemeinen Maschinenbau. Dies war notwendig, um die Arbeitsgeschwindigkeit von mir verbesserten Dampfmaschinen konstant zu halten. Die Dimensionierung und Dynamik des Einschwingverhaltens in der Schwingungsneigung und Regelcharakteristik der von mir weiterentwickelten Fliehkraftregler für diese Aufgabe waren die Geburtsstunde der modernen mathematischen Regelungstechnik. Davor waren Fliehkraftregler bereits in Mühlen für den gleichen Zweck verwendet worden, jene waren allerdings meist aus Holz. Meine ersten von mir entwickelten Fliehkraftregler zur Regelung an Dampfmaschinen wurden über einen Riemen angetrieben. Sie nutzten die Gewichtskraft als rückstellende Kraft. In Ruhe ist die drosselklappende Dampfleitung zur Dampfmaschine vollständig geöffnet. Mit Bewegung des Kolbens der Dampfmaschine beginnt sich der Fliehkraftregler zu drehen. Durch diese Drehung wurden zwei Gewichte, ich nutze zuerst Messing, welches sich besser bearbeiten ließ, durch die Fliehkraft immer weiter gegen die Schwerkraft nach oben und außen gezogen. Über einen Gelenk- und Hebelmechanismus wird in der Dampfleitung der Maschine eine Drosselklappe betätigt, welche die Zufuhr des Dampfes zur Maschine verringert. Die Maschine läuft darin langsamer, bis sich ein stabiler Zustand, also eine konstante Drehzahl, einstellt. Diese Anordnung ist ein Regelkreis mit negativer Rückkopplung. Je schneller die Maschine läuft, desto weniger Dampf wird zur Verfügung gestellt. Eine Schwachstelle in der Konstruktion war die Übertragung des Geschwindigkeitssignals mittels eines Treibriemens. Riss dieser, konnte keine Drosselung mehr stattfinden. Es öffnete der Regler die Dampfzufuhr vollständig, was dazu führt, dass die Maschine außer Kontrolle geriet, was sogar zur Selbstzerstörung führen konnte, fand dann keine Notdrosselung statt. Das ist für die verschiedenen EKG-Einstellungen. Kanalabnahme. Hier haben wir einen Ausschalter. Wo hast du das Deckblatt? Hier, nochmal umdrehen und dann kann man das noch besser sehen. Hier ist ein weiteres altes EKG-Gerät aus den 70er Jahren. Wir haben dieselben Ableitungen. Dies ist ein Einkanalableitungsgerät. Es hat nur einen einzigen Kanal, daher auch nur einen einzigen Schreiber. Das ist so ein Teil. Das ist der Schreiber. Der liegt auf dem Papier auf und bewegt sich hin und her. Hier haben wir einzelne Kanäle, das sind Blocks. Ihr habt schon was von VA-Block gehört. Die ich nicht. Was ist denn das? Was ist das denn? Einen Entscheid. Rufen Sie Dr. Holger.
Ja, alle Schwerte, ich habe. Ja, das ist normal. Das ist ja nichts Ungewöhnliches. Heutzutage sind sie leichter, aus Kunststoff und wiegen nur wenige. Ja. Ja, richtige Kram würde ich nicht sagen. Das ist hier runtergeschmissen. Ja, das geht ja wenigstens nicht kaputt. Zum Glück. Was hätte es von Ihrem Lohn abgezogen? Zu welchem Lohn? Das Leben, ja. Toll, danke. Und das sind hier sogenannte Saugelektroden. Die kennt ihr bestimmt. Ihr habt bestimmt schon mal ein EKG gehabt. Habe ich noch nicht. Die halten überall. Das sind wir. Hier ist auch noch was ganz Besonderes drin. Hier ist eine Gasentladungsrohre. Wird auch nicht mehr hergestellt, was eigentlich sehr schade ist. Weil solche Röhrengeräte gehen eigentlich nie kaputt. Und wenn, dann ist es irgendein kleines mechanisches Teil wie Schalter. Der Wippschalter oder auch Kippschalter. Licht aus! Kopf mit Schraubspindel. Feststellschraub mit Fixierring. Isolierung. Wippe geschlossen, Strom fließt. Toter Kontakt. Kontakt geschlossen. Isolierung. Kontakt geschlossen. Rolle. Andruckfeder. Gehäuse. Achse. Schalterkopf. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Brauchst du das Licht? Ich denke schon. Ich mag's aber nicht, verstehst du? Das geht ja noch, aber richtiges Licht. Tageslicht, Igitt. Wir lieben die Dunkelheit. Wir Vampire meiden das Licht. Es ist schlecht für uns, sehr schlecht. Man kann es reparieren. Oder so kleine Teile wie hier das alte Teerpapier. Das ist kein Teerpapier. Oder mit der Zeit, wenn es Glück kommt, bröselt die Isolierung der Kabel ab. Aber das ist kann man ein Stück, auch. Was ein kleines bisschen abisoliert ist, aber das ist kein Problem. Das kann man austauschen. Alles kein Problem bei Röhrengeräten, ist alles machbar. Bei den heutigen Geräten ist das nicht mehr machbar. Die kann man ist alles verbappt ja. Ineinander. Und wie ihr seht, hinter mir steht auch was Neues. Was das alles ist, werden wir euch später sagen. Das ist tatsächlich etwas, das völlig ohne Technik auskommt. Das hat man früher benutzt, um die Betten der Patienten anzuwärmen. Da wurde heißes Wasser reingefüllt. Das Teil ist 200 Jahre. Aber sehr schöne Verarbeitung. Kupfer, verlötet, massive Messing. Das Ganze was würdest du heutzutage überhaupt nicht mehr bezahlen können. Hat aber den Vorteil, das Ding kannst du noch in 300 Jahren benutzen. Das kann man immer benutzen. Aber das Kupfer schert sich nicht ums Wasser und das Messing auch nicht. Läuft vielleicht ein bisschen an. Aua! Herr Dr. Zerr, Telefon. Ich bin nicht taub. Hätte sein können, dass Sie ja taub sind. Stimmt, so wie Sie manchmal brüllen. Dann. Ei, gut, wie? Er weiß, dass ich es hasse, wenn ich mich so melde. Non-Congredentur. Ja. Ja, doch. Nein, das war kein Latein. Das war auch kein Altgriechisch. Mit dem. Hallo? Ah, Galenus. Was? Woher haben Sie diese Nummer? Und was? Ja, in unserer heutigen Zeit gibt es sowas. Er will wissen, ob es etwas gibt, wo man das Herz abhören kann. Ja, Stethoskop. Das nennt sich Stethoskop. Das ist im Prinzip ein Membran, das mit einem Schlauch verbunden ist, mit dem man sich ins Ohr steckt und... Und ja, ja, Gummi ist schwierig für. Ich würde vorschlagen, aus Holz eine Art Tröte zu bauen, die oben spitz zuläuft und unten wesentlich breiter wird, mit einer dünnen Röhre drin und vorne ein bisschen ausgehöhlt. Das wird denselben Effekt erzeugen. Ne, Metall funktioniert nicht, weil es zu viel Schwingungen von außen weg, aufnimmt. Ja. Das ist genau. Ich würde einfach mal experimentieren Sie mal, da kriegen Sie schon was hin. Und falls ich Ihnen einen Tipp geben darf,
mit dieser Vier-Säfte-Lehre, das ist Käse. Das würde ich an ihrer Stelle ganz schnell fallen lassen. Damit blamieren sie sich in der Medizingeschichte. Doch? Nein? Gut, dann... Boah. Regen Sie sich ab, ich sag ja gar nichts mehr. Probieren Sie erstmal die Stethoskop-Idee aus und dann... Oder die Hörer-Idee und dann sehen wir weiter. Aber... Das war... Oh je, je. Ich habe seine Lehre kritisiert. Ich habe sehr viele lateinische und griechische Schimpfwörter gelernt. Schön. Mhm. Da sind Sie schlauer geworden. Sehr schön, ja. Ihr Latein dürfte besser sein. Dann können wir nächstes Mal auf Latein uns unterhalten. Ich kann Sie jetzt viel besser beleidigen. Sie haben keine Ahnung, was ich zu Ihnen sage. Ich hatte das große Latinum. Was? Oh, man lernt keine Schimpfwörter im großen Latinum. Du weißt, ich weiß. Also wir haben keine gelernt. Okay, das muss nichts heißen, weil das haben wir richtig furchtbar. Also mir hat neulich ein römischer Soldat sehr viele Schimpfwörter beigebracht. Er hat sich verwählt. Wundervoll. Der hat sehr geschimpft. Über Varus. Das kann man vorstellen. Varus, oh Varus, gib mir meine Legion wieder. Genau. So, und in dem Sinne? Sehen wir uns demnächst wieder. Das war jetzt etwas improvisiert. Ja, weil, wie gesagt, die Titanic-Sache haben wir erstmal auf Eis gelegt. Weil das nutzt ja nichts, wenn wir einen Haufen Mühe reinstecken und am Ende dürfen wir es gar nicht zeigen. Und am Ende wird deswegen was gesperrt oder gelöscht oder sonst irgendwie was. Erstmal abwarten, wie die Warmluftverdichter in Brüssel das entscheiden und ob sie zur Vernunft kommen oder ob sie die Forderungen einer zum Untergang verurteilten Klientelpartei wirklich erhören und durchsetzen. Ich glaube eher weniger, dass sie zur Vernunft kommen. Ja, ich fürchte es auch nicht. Solche kommen nicht zur Vernunft. Im Internet-Sinne wird sowieso alles im schlechtmöglichsten Falle entschieden. Ja. Aber sind wir erstmal optimistisch und warten wir erstmal ab. In dem Sinne, Tschüssikowski, ich bin raus, ich schmelze hier. We'll be right back.